Ja, liebe YouTube-Zuschauer, YouTube-Masse-Channel-Abonnenten, Follower, Verfolger, wunderschöne Menschen da draußen. Herzlich willkommen an dieser Stelle zu meinem zweiten Masse-Vlog Road to Prague Pro 2017. Ja, und wie ihr sehen könnt, heute geht es um Bankdrücken. Ich mache Brusttraining, Brust und Bizeps steht auf dem Plan. Das sieht wie folgt aus. Ich mache mich erstmal mit der Stange warm, mache da meine 20 Dinger. Denn wie eben gesehen, mit 60 Kilo, so 10 bis 12 Wiederholungen, steige mich auf 90 Kilo nochmal hier. Mache da meine 4 bis 5 und bin dann jetzt an meinem Arbeitssatz angelangt hier. Das sind zurzeit 120 Kilo. Mache da dann sauber, langsam und kontrolliert meine 10 Wiederholungen etwa, glaube ich, sollten das sein. Ja, wie gesagt, jetzt werden einige wieder maulen und sagen, du, 120 Kilo für den Steve, für den Mr. M, ist aber nicht so die Welt. Das ist richtig, ich habe auch schon 160, 170 meine Sätze gemacht. Aber wie ihr mitbekommen habt im letzten Masse-Vlog, da ich ja sehr schnell an Masse zugelegt habe und auch sehr prall, sehr aufgeblasen zurzeit jetzt bin und das nicht, möchte ich mal ganz klarstellen, nicht nur Muskulatur ist oder nicht Muskulatur, sondern auch sehr viel Wasser halt ist, durch meine, wie gesagt, Grippe davor, dass ich 2-3 Wochen fast gar nicht trainiert habe, kaum was gegessen habe, davor auch noch ein bisschen Diät gehalten habe, ist der Körper natürlich danach wie ein Schwamm und hat dann sehr schnell jetzt zugenommen, wieder durch die Nahrungsaufnahme, die erhöhte, durch das Training und dementsprechend bin ich dann eben auch sehr prall. Es ist, wie gesagt, nicht reine Muskulatur, es ist viel Wasser, ja, möchte ich nochmal klarstellen. Ja, und wie ihr sehen könnt, findet das Training hier im Fit One in Hamburg statt, in dem Studio, wo ich auch arbeite. Zwischen den Pausen wird auch mal hin und wieder schön rumgeblödelt, auch mit den Mitgliedern, wie ihr sehen könnt. Und ja, wer mich, ihr könnt mich gerne da besuchen zum Probetraining, ist kostenlos. Ansonsten, wer mich mal zum Personal Training buchen möchte, der schreibt mich einfach an unter meinem Facebook-Account oder bei Instagram, dem Account. Und dann machen wir einen Termin aus und ballern mal da eine Runde schön im Fit One. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video, mit dem zweiten Masse-Vlog. Weitere Vlogs werden jetzt auf jeden Fall in Zukunft immer wieder folgen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, zum Schluss folgt nochmal eine kleine Anekdote zu meinen Nahrungsergänzungsmitteln, die ich mir so bestelle, die ich so bekomme von meinem Sponsoring. Und ja, ansonsten hinterlasst mir, wie heißt das so schön auf YouTube, hinterlasst mir ein Däumchen, einen Kommentar, screenshottet, teilt, liked, was auch immer, das Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und euch noch wunderschönen Tag und bis dann und tschüss und auf Wiedersehen. Zusammenreißen. Aber die musst du auch zusammenreißen, nicht? Ja, ich muss immer zusammenreißen. Bei den Frauen muss man sich hier zusammenreißen. Oh ja. Die hübschen Frauen im Fit One.
machen mehr. Ja? So, liebe YouTuber, jetzt zum Abschluss wollte ich euch mal zeigen, ich bin gerade aufgestanden. Wie ihr seht, an meiner hässlichen dicken Fresse und an meinem Körper, wie ich unrasiert bin sowieso, dass ich gerade in der Nacht Haare gekriegt habe und jetzt aufgestanden. Und der Postmann hat geklingelt, hat mir ein Paket, ein Massepaket vorbeigebracht. Das ist hier so eine Masse, Bolzen, macht man immer so. Das kommt man ja in den Müll. So, da habe ich hier Beef Jerkies, immer gut für unterwegs. Ja, reines, massiges Rindfleisch. Nährwerte sind vom Feinsten. Hier mal draufhalten. 64 Gramm Eiweiß, 4,2 Gramm Fett. Und Kohlenhydrate nichts, 1 Gramm, ein bisschen Salz ist noch drin. Wie gesagt, ist immer gut für unterwegs. Das ganze Ding ist 50 Gramm, also habt ihr gute 30 Gramm Eiweiß. Ja, als Snack unterwegs, gerade in so einer Diät, ist es ganz gut. Ich mache jetzt zwar keine Diät, aber es ist trotzdem genau gut, wenn ich jetzt eine Mahlzeit baller irgendwo, außerhalb und ich habe nochmal nicht genug Fleisch oder so. Hau ich das nochmal dazu, um meinen Eiweißgehalt aufzuwerten. So, dann haben wir hier BCAAs. Habe ich Cola Sherry Geschmack, schmeckt sehr gut. Einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Dann fürs Immunsystem und für nach dem Training und allgemein morgens immer gut Glutamin. Geschmacksneutral meistens. Dann Designer Way. Und zwar da habe ich Cinnamon Roll, Zimtgeschmack ist immer was Feines, schmeckt immer ganz gut für mich. Manchmal immer gut. BCAAs nochmal im Wassermelonengeschmack, für den Sommer ideal halt. Wie gesagt, sind alles so jetzt zum Sommergeschmäcke. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt bald nach dem Scheißwetter da nochmal der Sommer kommt, jetzt hier Anfang Mai. Und ja, dann wie gesagt, der Klassiker bei mir für meine Mahlzeit vor dem Training. Im Naturalgeschmack kann ich ja immer, weil ich immer da einfach ein bisschen was zumache. Kasein mache ich ja dann immer zu meinen Flocken. Bisschen Geschmack dann irgendwie am besten auch. Cinnamon Roll, davon gleich zweimal. Kann man nie genug haben. Und jetzt zum allerbesten Schluss. Was Neues, was ich auf der FIBO ja probiert habe. Protein Pancakes, sieht schon geil aus hier. Ne? So sollten meine dann auch aussehen. Werde ich dann mal die nächsten Tage auch mal ein schönes Video davon machen. Qualitätskochen, Pancakes. Ja, werden wir mal probieren, wie ich das so hinkriege. Nährwerte sind auf jeden Fall auch hervorragend. Hier, schau mal her, Kameramann. Da ist nämlich 65 Gramm Eiweiß drin. Dann haben wir 3 Gramm Fett. Und Kohlenhydrate sind, da ist irgendwie was gegengekommen. Keine Ahnung, was das sind, 12 oder nicht. Werde ich demnächst auf jeden Fall jetzt ein leckeres Pancake-Video machen. Freue ich mich schon drauf. Ich will jetzt sofort machen, aber ich muss jetzt erstmal mich beeilen und das andere frühstücken und dann ja in Ruhe das Ganze mal demnächst für euch zubereiten. Ja? So, das war's hier mit meinem Vlog Nummer 2, Massenvlog 2. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch massig Haare bekommen, die werde ich demnächst mal abrasieren. Ja, aber wer schön sein will, muss auch Haare haben. Und ja, das war's. Jetzt werde ich erstmal zu mir kommen und aufstehen.